Heute beim elektrischen Reporter: Geheimnisse, ein verpasster Zug und verkleidete Reklame. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Was digital existiert, das kann man mal eben schnell kopieren. Das musste nicht nur die Entertainment-Industrie lernen, sondern spätestens mit Chelsea Manning und Edward Snowden auch ganze Nationalstaaten. Seitdem herrscht große Unsicherheit, politisch und moralisch, darüber, was ein Geheimnis sein darf, wer ein Whistleblower ist und wer ein Verräter. Ein Geheimnis zu bewahren, ist kompliziert geworden in unserer durch das Internet vernetzten Welt. Das zeigen zum Beispiel die Enthüllungen durch den Whistleblower Edward Snowden. Und längst bieten Journalisten anonyme Online-Briefkästen für potenzielle Informanten an. Auf Plattformen wie WikiLeaks warten Millionen als geheim eingestufte Originaldokumente auf Leser. Der Staat wirkt in dieser Situation oft überfordert und versucht sich zu wehren. Im Fall des Blogs Netzpolitik.org etwa eröffnet der Generalbundesanwalt gegen Markus Beckedahl ein Verfahren wegen Landesverrats, als dieser Dokumente des Verfassungsschutzes veröffentlicht, die als Verschlusssache eingestuft sind. Wenn ich der Meinung bin, dass ein Dokument für den gesellschaftlichen Diskurs wichtig ist und der gesellschaftliche Mehrwert höher ist als das Interesse des Staats, dass darüber nicht geredet werden darf, dann ist es eigentlich meine Pflicht, über diese Dokumente zu berichten und sie auch online zu stellen. Ob das Blog tatsächlich Staatsgeheimnisse verraten hat, beschäftigt mehrere Gutachten. Eines gibt der Verfassungsschutz sogar selbst in Auftrag. Der Staat weiß also selbst nicht so genau, was ein Staatsgeheimnis eigentlich ist. Entsprechend schwierig ist es zu kontrollieren, ob Geheimes wirklich geheim sein muss oder ob es einfach ein praktisches Etikett für Behörden ist, um unangenehmes Nachfragen zu verhindern. Es gibt ja wenig absolute Konstanten im Leben und Geheimnisse sind keine davon, weil Geheimnisse wie Gesetze auch letztlich eine gesellschaftliche Norm sind, die verhandelt wurde und immer wieder verhandelt wird und verhandelt werden muss. Klar, auch in einer Demokratie darf es prinzipiell Geheimnisse geben. Der Staat kann den Bürgern sensible Informationen zumindest zeitweise vorenthalten, wenn durch die Veröffentlichung Gefahr droht, zum Beispiel bei militärischen Informationen. Problematisch für die Bürger ist aber, die Geheimniskrämerei wird einseitig betrieben. Es gibt ein Missverhältnis zwischen einem Staat, der sich immer mehr für die Geheimnisse seiner Bürger interessiert und selbst einen immer größeren Vorrat an geheimen Akten anhäuft. Wenn Behörden so vorgehen, dann verwässern sie das gesamte Konzept des Geheimnisses. Es kann nicht alles geheim sein. Und bei allen, die damit umgehen, sinkt dann das Interesse dafür, das auch geheim zu halten. Außerdem spielen für Journalisten anonyme Hinweisgeber, die sogenannten Whistleblower, eine große Rolle. Sie bringen durch ihren Geheimnisverrat Recherchen oft erst ins Rollen. Rechtlich aber sind sie kaum geschützt. Juristen wie Ulf Burmeier fordern deshalb bessere Bedingungen dafür. Im Interesse der Allgemeinheit, Missstände innerhalb von Unternehmen oder auch innerhalb von Behörden offenzulegen, ohne fatale Konsequenzen, zum Beispiel für die eigene Karriere oder gar strafrechtliche Konsequenzen fürchten zu müssen. Und schließlich hat die Digitalisierung auch den schieren Umfang des Geheimnisverrates stark verändert. Gab es früher ein paar heimlich kopierte Akten im Papierumschlag, haben Beteiligte es heute mit riesigen digitalen Datensätzen zu tun. Ein Mensch alleine reicht meist kaum noch, um diese durchzuarbeiten. Ausgerechnet die so wichtige Zusammenarbeit mit Datenexperten und Informatikern wird nun aber rechtlich erschwert. Durch den im Herbst diesen Jahres definierten Straftatbestand der Datenhehlerei. Es entsteht rund um das Whistleblowing, rund um geleakte Dokumente, quasi ein Minenfeld strafrechtlich betrachtet. Und das ist sicherlich keine Situation, in der Whistleblower sinnvoll arbeiten können. Für Journalisten wie Beckedahl wird die Gesetzeslage also eher noch undurchsichtiger. Zwar kann er ziemlich sicher sein, dass den Landesverratsparagraphen so schnell wohl niemand mehr aus der Schublade holen wird, um gegen Journalisten und ihre Quellen vorzugehen.
Der Staat hat aber noch genug andere Möglichkeiten, Geheimnisverräter zu verfolgen. Und diese Unsicherheit schadet allen. Den Bürgern, denen Informationen vorenthalten werden, und dem Staat, der vor lauter Verschlusssachen das wirklich Geheime und Schützenswerte nicht mehr schützen kann. Wenn einer etwas Gutes tut, dann kann er was erzählen. So könnte das Social-Media-Motto so mancher Zeitgenossen lauten. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Alexander Schnapper, IT-Entwickler und Pirat. Und auf Twitter bin ich unter Alex Schnapper zu finden. Ich war auf dem Weg nach Tübingen und hatte einen Anschlusszug verpasst und eine Flüchtlingsfamilie gesehen, die orientierungslos am Bahnsteig rumstand. Dann habe ich mich angeboten, ihnen zu helfen, das richtige Gleis zu finden. Während wir nun zum richtigen Bahnsteig gingen und ich meine Hilfe angeboten hatte, kamen wir ins Gespräch. Daraufhin erzählte mir der Vater, dass sie aus Syrien geflohen sind, weil zwei andere Familienmitglieder einen Tag vor der Flucht ermordet wurden. Ich kann durchaus verstehen, dass andere denken, ich hätte es gemacht für Phishing for Compliments oder Selbstprofilierung. Dem ist aber nicht so, da ich durch meine ehrenamtliche Tätigkeiten in der Flüchtlings- und Asylarbeit früher in der Kirchengemeinde beigebracht bekommen habe, dass es normal ist. Ich komme doch sehr häufig in Kontakt mit Flüchtlingen. Gerade durch die politische Arbeit bleibt es nicht aus, dass man zum Beispiel wie vor 2 Jahren den Flüchtlingen aus Lampedusa hier in Frankfurt hilft oder ein Spendenkonzert spontan auf der Straße mitorganisiert. Früher hat es eigentlich niemanden interessiert, wie und ob man sich für Flüchtlinge eingesetzt hat, ob in Deutschkursen oder in Computerkursen oder Bewerbungskursen. Es ist heute so eine Mode geworden, Hauptsache dabei zu sein, um das schlechte Gewissen zu beruhigen. Ich würde mir wünschen, wenn wieder mehr auf die Menschen geachtet wird, die seit Jahren schon die integrative Arbeit in den karitativen Einrichtungen leisten. Ich befürworte Postings auf Twitter und Facebook, die dazu einladen, bei der Flüchtlingsarbeit und Migration und Integrationsarbeit zu helfen. Aber es sollte nicht dazu dienen, Selfies oder Selbstdarstellungen zu ermöglichen. Also es sollte schon um die Menschen gehen. Ich bekomme über Social Media, Twitter und Facebook und andere Kanäle sehr wohl mit, wie Hass und Fremdenfeindlichkeit verbreitet wird und die Meinungsfreiheit in dem Fall sehr wohl missbraucht wird, um Lügen und Ängste zu schüren und Menschen das Recht auf Leben und Asyl aberkannt wird. Und ich finde es furchtbar und abscheulich. Schleichwerbung ist so ein böses Wort. Da will sich jemand was erschleichen, ergaunern, Aufmerksamkeit nämlich. Online-Werbeagenturen sprechen lieber von Native Advertising, wenn es um Reklame geht, die nicht wie Reklame aussieht. Und darum geht es in unserem nächsten Beitrag. Die Werbebranche und ihre Kunden haben es im Netzzeitalter nicht leicht. Bannerwerbung wird von Usern bestenfalls versehentlich angeklickt. Und die zunehmend beliebter werdenden Adblocker versprechen der Netzcommunity sogar ein vollkommen werbefreies Internet. Die Antwort der Branche auf diese Misere nennt sich Native Advertising. Also Werbung, die sich möglichst unauffällig in das jeweilige Medium einfügt. Wenn also Mario Götze zwischen Kabinen-Selfies auf Instagram seine neuen Nikes abfeiert oder der Beitrag eines Online-Mediums nur durch einen winzigen Hinweis als Werbung zu erkennen ist, dann ist das Native Advertising. Für die einen trojanische Reklame, für andere die Zukunft der Werbung. Der Werber Miles Lord sieht Native Advertising als Teil einer generellen Trendwende in seiner Branche. Native Advertising ist ein Weg, wie wir Markenkonsumenten durch Inhalte erreichen können, auf eine natürliche Weise. Man wird nicht mit einem Werbespot, einem Banner oder etwas Lautem konfrontiert, sondern mit etwas Interessanterem.
Da berichtet etwa die Deutsche Bahn in der Huffington Post und auf Focus.de über die schönsten Städte Deutschlands, die natürlich besonders gut mit dem Zug zu erreichen sind. Aber auch bei so unterschiedlichen Medien wie BuzzFeed, der New York Times, Z oder Bento kommt die anschmiegsame Werbung zum Einsatz. Und nicht zuletzt sind Blogger wegen ihrer Lesernähe bei Unternehmen als Überbringer ihrer Werbebotschaften gefragt. Sucht etwa ein Bio-Startup für eine Kampagne nach veganen Foodbloggern, dann wird das Berliner Unternehmen Blogfoster aktiv und filtert unter den 2000 Bloggern in ihrer Datenbank jene heraus, die am glaubwürdigsten zur Kampagne passen. Und das ist das Spannende, da der Blogger und der Blogleser sich wirklich in einem Vertrauens- und Expertenverhältnis bewegen. Deshalb ist es ein spannendes Thema, wobei der Blogger aber auch Acht geben muss und beispielsweise eine Kennzeichnung aus unserer Sicht unabdingbar ist. Gerade mit dieser Kennzeichnung nehmen es viele Medien aber nicht so genau. Gerne verwendete Formeln wie Sponsored Post oder Powered by klingen nach freundlicher Unterstützung und verstoßen gegen das deutsche Presse- und Wettbewerbsrecht. Denn alles, was nicht als Anzeige gekennzeichnet ist, ist schlicht und einfach Schleichwerbung. Aber auch korrekt gekennzeichnete Native Ads unterhöhlen mit ihrer Tarnstrategie die Grenzen zwischen Information und Werbung. Mit fatalen Folgen für die Medien ist der Journalist Bernd Ziesema überzeugt. Das Wichtige, was heute unabhängige Medien noch haben, ist ihre Vertrauenswürdigkeit. Wenn man seine Vertrauenswürdigkeit verliert, was hat man dann eigentlich noch zu bieten? Und durch Native Advertising verliert man auf Dauer seine Glaubwürdigkeit. Neben Online-Medien haben Unternehmen aber auch die Reichweite von Stars und Sportlern über deren Social-Media-Kanäle für sich entdeckt. Mussten sogenannte Testimonials im vordigitalen Zeitalter noch vor der Kamera in ein Schokocreme-Brötchen beißen, werden sie nun selbst zum Werbesender. Eine Disziplin, in der etwa deutsche Spitzenfußballer Weltklasse sind. Auf Facebook, Twitter und Instagram featuren Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller oder Manuel Neuer Kopfhörer, Grillgeräte und Fotoapparate. Vermeintlich beiläufig und scheinbar privat. Für Bernd Ziesema ist diese chronische Vermischung von Werbung und privaten Inhalten problematisch. Wir erziehen gerade junge Leute dazu, dass sie überhaupt keinen Unterschied mehr machen zwischen Werbung und seriöser, unabhängiger Information. Aber die Digital Natives erkennen durchaus, wer ihnen im Social Web etwas verkaufen möchte, weiß auch Ziesema. Etwa wenn die sozialmediale Werbeoffensive allzu plump ausfällt. Dann reagieren die User mit Abwehr und Spott. Manuel Neuers Social Media Aktionen und Interviews im Rahmen einer Sony-Kampagne etwa gerieten zu einem werbemäßigen Eigentor und zeigen, Native Advertising ist nicht das neue Wundermittel, das sich die Werbebranche erhofft, sondern vor allem ein Versuch der Werbeindustrie, auf die neuen Kommunikationsgewohnheiten der Digital Natives zu reagieren. Die Werbung ist ein parfümiertes Stück Aas. Oliviero Toscani. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.